Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute würde ich ganz gerne mit dem Album nicht weitermachen, sondern dieses Papier hier, wie ich das gefärbt habe, das würde ich euch einmal gerne zeigen, weil ich brauche tatsächlich noch welches und zwar für hier außenrum und deswegen werden wir das heute machen. Was wir auf jeden Fall dafür brauchen, ist in erster Linie erstmal Papier. Ich werde das jetzt genauso machen wie in dem Album. Das heißt, das ist stinknormales Kopierpapier, ganz billiges. Das hat keine spezielle Grammatur oder so. Das ist ganz normales Kopierpapier. Dann brauche ich Wasser, ein Glas, Pinsel meiner Wahl. Ich habe mich für diesen Pinsel entschieden, weil größer geht leider nicht. Größer wäre jetzt besser, weil schneller. Und ein Aquarellfarbkasten. Den Aquarellfarbkasten nutze ich halt generell nicht so gerne. Er würde prinzipiell nur in der Ecke liegen. Das ist mir aber zu schade. Aber ich kann halt Hintergründe damit machen. Und genau das, ja, mache ich damit letztlich. Ich mache Hintergründe damit, weil so muss ich das nicht wegschmeißen oder irgendwie in der Ecke liegen lassen, sondern nutze es tatsächlich. Das heißt, was mache ich? Ich gebe jetzt erstmal hier ordentlich Wasser rein. Weil ich nutze jetzt tatsächlich nur die schwarze Farbe. Man kann das mit den anderen Farben auch nochmal mischen und sowas. Zeige ich euch auch einmal. Da bekommt ihr dann, also es ist dieselbe Farbpalette da gewesen, da bekommt ihr dann diese Ergebnisse zum Beispiel raus. Also ich mache das ganz gerne tatsächlich. Hier habe ich dann einfach nur den Kasten einmal so darauf ausgeleert. Da ist halt das entstanden. Da gucke ich halt einfach, was kann ich damit machen. Und ich finde, das ist tatsächlich dann für mich persönlich sehr sinnvoll. Aber vielleicht für den einen oder anderen von euch auch. Deswegen dachte ich mir, beziehungsweise weil ich auch gefragt worden bin, dann zeige ich euch doch, wie ich das mache. Ja, jetzt brauche ich natürlich noch etwas, wo drin in Anführungszeichen ich das mache. Ihr könnt das auch normal auf dem Tisch machen, solange ihr es dann wieder wegputzen könnt. Ich nehme dafür so eine wunderbare IKEA-Auflaufschale oder was auch immer das ist hier. Zum Braten links da. Das kommt natürlich nicht mehr in der Küche im Einsatz, aber hierfür ist das jetzt super. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mein Blatt Papier, lege das hier rein, nehme mir meinen Pinsel, der muss auf jeden Fall auch immer schön mit Wasser getränkt sein. Nehme halt die Farbe meiner Wahl. Also sprich, ihr könnt das natürlich auch mit Farbresten machen oder so, ne? Wenn ihr nicht nur Aquarellfarbe habt, sondern mit Acrylfarbe oder so, wo ihr dann nur noch so ein paar Reste drin habt, kann man super mitmachen. So, ich löse auf jeden Fall hier drinne ordentlich die Pigmente an und dann gehe ich hier einfach nur drüber. Ich stupse das jetzt hier einfach erstmal nur. Und dann nehme ich gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Wasser und alles. Aber erstmal nehme ich das, was ich hier habe. Und das gebe ich mir hier drauf. Und dann kann man natürlich auch gucken, wie intensiv möchte ich das eigentlich haben von der Farbe. Mit Aquarellfarbe ist das natürlich nochmal so eine Sache für sich. Das ist ganz klar. Das ist halt, sagt ja das Wort, es ist halt Aquarellfarbe. Dann ist das einfach so. Ihr könnt zum Beispiel aber auch mit bestimmten Aquarellstiften oder so euch das auf das Blatt natürlich auch mit aufgeben oder so. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber wie gesagt, da dieser Kasten halt einfach hier rumliegt und ich ihn nicht nutze, hat er jetzt einfach einen Nutzen. Und das finde ich dann halt wesentlich praktischer, als wie gesagt, ich den irgendwann aussortiere und ich ihn dann einfach nicht genutzt habe. So. Ja, ich mache das jetzt einmal hier mit dem Blatt. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Es ist also eingefärbt, aber es ist nicht komplett durchtränkt mit Wasser, was sehr praktisch ist. Ich nehme das Ganze jetzt raus und lege das einfach zum Trocknen zur Seite. Das lege ich jetzt zum Beispiel auf meine ganz große Bastelmatte. Da lege ich das drauf, lasse es trocknen. Das geht eigentlich, wenn man das beispielsweise im Sommer macht, ans Fenster legt, relativ schnell. Man kann da auch eben mit dem Föhn noch drüber gehen oder so. Es geht eigentlich relativ schnell, wie gesagt, dadurch, dass das nicht vollständig durchtränkt ist mit Wasser. Damit ich das einfach ordentlich herauskriege, gucke ich einfach immer, wo habe ich hier so eine Kante hier. Dann nehme ich immer dieses Dotting-Tool. Das muss man dafür nicht nehmen. Kannst du auch mit dem Fingernagel machen oder so. Also das ist gar kein Thema. Ja, und man sieht schon, auf der anderen Seite ist das nicht so wirklich nass.
Und das lege ich jetzt, wie gesagt, zur Seite. Und da darf es jetzt einfach trocknen. Jetzt nehme ich mir wieder ein frisches Blatt Papier. Man kann dann hier, wenn man so ein paar Sachen da am Rand hat, das hier noch mit aufnehmen. Und dann mache ich dasselbe eigentlich in Grün. Ich nehme wieder meinen Farbkasten und male das wieder schwarz an. Ich nehme euch noch einmal mit. Gut, so sieht das Ganze jetzt aus. Mal umdrehen. Die sind jetzt, das ist noch ein bisschen feucht, aber die restlichen sind relativ gut trocken geworden. Das hier ist jetzt zum Beispiel so eine Stelle, die nicht so schön geworden ist. Aber gut, das ist so. Alles andere finde ich aber sehr cool. Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr das als Seiten nehmen wollt, dann müsst ihr natürlich die andere Seite mitfärben. Da ich das jetzt aber als Umschlag nutzen möchte, beziehungsweise eventuell, ich hole mal das Album dazu, also ich möchte das ja hier drum geben, dann brauche ich natürlich die hintere Seite nicht mehr mit einfärben. Das wäre natürlich Blödsinn, beziehungsweise ich möchte es eventuell auch hier mit reingeben. Das gucken wir mal, das weiß ich alles noch nicht, das steht noch in den Sternen. Aber so ist das Prinzip, wie ich dieses Papier einfach färbe. Jetzt könnt ihr natürlich noch hingehen. Ihr könnt zum Beispiel einfach ein paar Folienflakes noch mit aufgeben oder auch einfach ein paar Spritzer von dem, wie heißt das eigentlich? Glitzerspray. Wir nennen es Glitzerspray, okay? Von diesem Glitzerspray, das gab es ja im Action, das kann man noch mit aufgeben. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Dann könnt ihr noch ganz normal die Metallicfarben, die habe ich ja immer hier in der Dose. Ja, nicht, dass ich sie jetzt hier einmal über den Tisch verteile, so. Und da könnt ihr dann noch ein paar Sprenkler drauf machen, zum Beispiel der Schwarzton oder auch dieses Silber. Also die drei würden zum Beispiel gut harmonieren mit dem Papier. Das möchte ich, glaube ich, nicht machen. Oder? Das machen wir vielleicht später, das weiß ich noch nicht. Ich lasse das jetzt erst einmal, weil so soll das Ganze jetzt gut durchtrocknen, weil dann können wir es einfach auch weiterverwenden. Ich möchte da jetzt erstmal nichts drauf machen weiter. Das soll so bleiben, weil ich werde das später. Ich zeige euch das einmal. Und zwar habe ich ja hier in dem Album das Ganze nochmal distressed. Und zwar habe ich ja hier diese Flecken in Anführungszeichen. Das soll halt so ein bisschen alt wirken. Das habe ich ja mit der Distress-Farbe dann gemacht. Und den Rand haben wir zum Beispiel mit Schwarz gemacht. Und diese Flecken mit der Walnussfarbe von dieser Distress Ink Farbe. Dafür finde ich das sehr, sehr gut. Und damit sich das einfach so ein bisschen auch aufgreifen tut wieder, würde ich das hier, glaube ich, auch genauso machen. Weil sonst wird es mir, glaube ich, zu chaotisch. Weiß ich nicht, entscheide ich immer spontan. Deswegen kann ich das noch nicht sagen. Gut, an der Stelle würde ich erstmal sagen, okay, ich habe mir das doch nochmal überlegt. Ich greife nochmal irgendwie zu dem Buch. Ich möchte das schon mal einfärben mit der Walnussfarbe. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Dann seht ihr das auch nochmal für die, die das letzte Mal das nämlich nicht gesehen haben. Das ist ja sonst auch nicht so schön. Ich gehe da wirklich einfach nur mit meinem Distress-Tool drüber, wo ich so ungefähr so ein paar Flecken haben möchte. Damit das, ja, dann wirkt es halt einfach ein bisschen älter. Ihr könnt das natürlich auch, Entschuldigung, machen, wie ihr wollt. Ne? Das ist ganz klar. Das kann man auch mit anderen Farben machen. Je nachdem, was man einfach zu Hause hat, wo man denkt, das passt ganz gut. Ich finde, das passt wegen Halloween und auch wegen der Farbe zu diesem Miezekätzchen zum Beispiel oder auch zu dieser Rückseite, finde ich, passt das ganz gut. Ich nehme ja sonst eigentlich meistens Vintage-Foto, aber warum nicht auch mal zu? Ja, und wie ihr seht, ich färbe das jetzt einfach nur ein. Das ist also auch nicht wirklich ein großer Zauber. Mache ich einfach so ein paar Stellen. So. Kann man nochmal so ein bisschen den Schwamm sozusagen, also das ist ja so ein Schwämmchen drunter, ein bisschen sauber putzen, dann hat man da noch mal so ein bisschen was dazwischen. So, dann kommen wir noch mal in die schwarze Farbe auch. So, aber da gehe ich nur so ein bisschen leicht drüber. Den Rand können wir natürlich noch nicht einfärben, das ist natürlich klar. Aber
Dann hätten wir das schon fertig. Dann müssen wir das nämlich nicht mehr machen. Und dann sieht das Ganze nämlich ähnlich wie dieses hier aus. Also, das kommt ja der Sache schon recht gut nah. Und dann weiß ich jetzt auch ungefähr, wie das hier aussehen wird. Doch, ich finde das ganz gut. Hier kommt ja noch was drauf und so. Ne? Also, wenn jetzt einer sagt, oh, das sieht jetzt aber ja blöd aus. Moment. Kann man ja auch nochmal zeigen. Was jetzt auf die Front an sich drauf kommt, weiß ich nicht. Aber so als Hintergrund dann zum Beispiel, finde ich das sehr cool. Es passt sich sehr gut an der Farbe. Und ja, das ist doch eine gute Sache, finde ich. Jetzt muss ich gucken, was ist das, was du, bevor ich das hier alles verwechsel. Und das ist ja auch recht schnell gemacht. Und so kriege ich das eigentlich meistens dann halt auch nicht gekauft. Ne? Das ist auch immer sowas, das ist, dann sucht man und sucht man. Und ja, finden tut man es am Ende dann doch nicht. Deswegen finde ich das, wenn ich das so selber mache, das Papier immer sehr schön. Ja, ich würde sagen, ich färbe das jetzt einmal ein. Das ist doch schon ganz gut. Den brauchen wir nicht. Hier habe ich noch das Häuschen drauf. Ich meine, nicht gerade. Doch, machen wir auch. Das zeige ich euch auch nochmal. Und zwar, da muss das Bild aber runternehmen. Auch das ist kein großer Zauber. Das ist halt die Distress-Farbe, die das halt so gut kann. Ne? Ich gebe mir jetzt ein bisschen Wasser auf die Hand. Ich mache das hier drauf. Also gerade da, wo ich auch zum Beispiel Distressed habe, beziehungsweise da, wo ich die Stempelfarbe gerade drauf gemacht habe. Das löst die Pigmente jetzt nochmal so leicht an. Ich gebe dann mein Handtuch darüber. Jetzt sehen wir natürlich so ein bisschen das Wasser bei dem Papier so ein bisschen durchscheinen. Das sieht man jetzt hier auch. Aber man hat dann halt am Ende den Effekt mit diesen Wasserdrops da drin. Das sieht immer ganz cool aus. Das machen wir hier auf jeden Fall auch. Ich mache mir immer so ein bisschen Wasser in die Hand einfach. Und für so einen alten Effekt, um den zu erzielen, finde ich das immer sehr schön. Das finde ich sehr, sehr cool. Doch, gefällt mir. So, gehe ich auch zu sein. Ich hole euch gleich einmal kurz nah dafür. Hier würde ich das jetzt nicht machen, da habe ich nicht so viel drauf. Oh. Okay, ihr könnt natürlich das auch so drauf sprühen, aber dann hat man nicht so diesen Effekt mit so großen Bubbles. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel groß, ne? So. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich zeige euch das auch einmal vom Nahen. Okay, da habe ich euch und dann würde ich sagen, ich nehme mal das hier. Das sieht natürlich wirklich sehr wild aus, ne? Wie gesagt, wenn wir dann da so ein Foto noch drüber legen, beziehungsweise so ein Bild. Das kommt natürlich dann alles, aber das dauert natürlich. Wir müssen ja erstmal die Basis schaffen. Und wenn die Basis geschaffen ist, gehen wir ans Dekorieren. Das zeige ich euch. Das mit diesem größeren hier oben zum Beispiel einmal. Umso mehr man da mit dem Wasser rumsprenkelt, umso mehr hat man natürlich dann Effekt. Das war das, was nur so ganz leicht das Ganze abbekommen hat. Und dann haben wir dieses noch einmal. Ja, ich würde an der Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.